Frau Köstinger, jetzt besuchen Sie einen plastikfreien Supermarkt. Ab 2020 soll es ja generell das Verbot geben für Plastiksackerl. Was ist denn drumherum sonst noch geplant, um wirklich Plastik entgegenzuwirken im Handel? Also dieses Verbot von Plastiksackerl ist ein erster wichtiger Schritt. Wir vermeiden rund 7000 Tonnen Plastik rein nur dadurch, dass wir keine Plastiksackerl mehr verwenden. Das sind sage und schreibe 400 Millionen Sackerl pro Jahr. Das, was mir auch noch ein ganz großes Anliegen ist, ist die Vermeidung von Mikroplastik. Das kennen wir, das sind kleine Plastikteile, sehr oft in Kosmetika auffindbar, Duschgels, Zahnpasta. Hier verhandeln wir gerade auf europäischer Ebene ein Verbot, und sollte das nicht funktionieren, dann werden wir auch hier in dem Bereich in Österreich vorangehen und ein Verbot von Mikroplastik in diesen Substanzen aussprechen. Jetzt hat man ja die letzten Jahre auf Freiwilligkeit gesetzt. Es gab einige Initiativen, eben um gegen Plastik vorzugehen. Warum hat das nicht funktioniert? Warum muss jetzt wirklich ein Verbot her und die Freiwilligkeit tritt eigentlich in den Hintergrund? Zum einen ist dem Handel da wirklich auch ein Danke zu sagen. Also die freiwilligen Selbstverpflichtungen haben funktioniert. Wir haben eine massive Reduktion zustande gebracht in den letzten Jahren. Wir haben eigentlich auch die EU-Vorgaben übererfüllt. Wir wollen aber in Österreich wirklich einen Schritt weitergehen und wollen wirklich, weil es auch Alternativen gibt, vollständig auf Plastik verzichten. Können Sie uns einen kleinen Einblick gewähren? Wie funktioniert denn das bei Ihnen persönlich? Worauf verzichten Sie und wie ziehen Sie das auch wirklich durch? Also ich habe eigentlich schon vor vielen Jahren begonnen, ganz bewusst auf Plastik zu verzichten. Das fängt auch bei mir beim Einkaufssackerl an. Ich habe immer eigentlich einen Stoffbeutel auch mit. Wir haben jetzt eigene auch produziert mit dem Hashtag plastikfrei. Worauf ich auch sehr bewusst achte, ist, dass ich beispielsweise keine Plastikflaschen einkaufe. Es gibt wirklich tolle Geräte, wo man beispielsweise Leitungswasser aufsprudeln kann, wo man sich extrem viel Müll auch erspart. Und es sind eigentlich oft nur ganz Kleinigkeiten. Also man merkt gar keine Einschränkung im Alltag und macht aber, was die Umwelt und vor allem den Klimaschutz betrifft, wirklich einen großen Effekt aus. Wenn man sich hier so umschaut in diesem Supermarkt, den haben Sie ja gezielt ausgewählt, ist in der Nähe von Ihnen und wirklich seit 2 Jahren eigentlich plastikfrei. Ganz auf Plastik kann man jedoch nicht verzichten, beziehungsweise auf Kunststoff. Jetzt hat man hier die Mehrwegsackerl eingeführt, die Jutebeutel zum Einkaufen, aber natürlich Käse und so weiter muss schon in Frischhaltefolie bleiben. Jetzt sieht man natürlich, es ist doch nicht so einfach. Also wo kann man sagen, ist da die Grenze und wo kann man noch ein Auge zudrücken? Also wir sehen, dass es speziell im Hygienebereich natürlich Vorteile hat, oft Kunststoffe zu verwenden. Aber ich glaube, vieles, und das kennt jeder Einzelne auch, also oft, wenn du Dinge auspackst, denkst du, boah, also die 7. Schicht oder Folie ist nicht notwendig. Ich glaube, wenn wir auch hier mit der Industrie, mit der Wirtschaft in den Dialog treten, schaffen wir es in den nächsten Jahren, auch was Verpackung betrifft, die Anzahl von Plastik noch maßgeblich auch zu reduzieren. Zurzeit findet die Weltklimakonferenz in Katowice statt. Greenpeace Österreich hat auch im Vorfeld bereits gesagt, ja, Österreich ist gefordert, sie möchten Taten statt leerer Worte. Wie kann man das genau verstehen aus politischer Sicht? Welche Maßnahmen müssen jetzt gesetzt werden? Wir werden jetzt in Katowice sehen, was das Paris-Abkommen wirklich wert ist. Die Staatengemeinschaft hat sich ja 2015 zu dem Klimaschutzabkommen verpflichtet. Und jetzt geht es darum, das wirklich auch mit Leben und mit Maßnahmen zu erfüllen. Die Europäische Union steht zu den Vereinbarungen. Wir wollen wirklich auch, was Finanzierung betrifft, unseren Beitrag leisten. Es wird wirklich auch daran liegen, die anderen Partner wirklich auch wieder zurück ins Boot zu holen. Amerika hat ja beispielsweise angekündigt, aus dem Klimaschutzvertrag aussteigen zu wollen. Auch Australien hat dementsprechend Signale gesetzt. Brasilien, also es wird für uns ganz entscheidend sein, auch als Europäische Union, dass alle sich an die Vereinbarung von Paris halten, dass wir langfristig unser Energiesystem umbauen, dass wir, was Mobilität betrifft, neue Lösungen finden. Und alles das muss jetzt in Katowice vereinbart werden. Inwiefern hat denn Österreich da eine Vorreiterrolle, wenn man an den EU-Ratsvorsitz denkt? Wir sind, was speziell die Energieproduktion und da der Strom betrifft, eigentlich schon ganz gut und da wirklich im Spitzenfeld. Österreich produziert über 70% des Stroms, den wir verbrauchen, aus erneuerbarer Energie. Wir wollen bis zum Jahr 2030 100% dieses Stroms aus erneuerbar produzieren. Das ist sehr, sehr ambitioniert, aber es ist möglich und es ist schaffbar.